Ich würde es ja eigentlich jetzt anzünden. Wenn das nicht klappt, ich glaube, dann dürfen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Wenn ich das Benno zeige, der reißt mir komplett die Eier ab. Wollen wir gucken, mach mal bitte den Zündpunkt an. Ich mach das komplett alleine hier, aber das weißt du schon wieder, ne? Ich halt hier, ich drück. Naja, du musst auch ein bisschen schieben. Mach ich doch, Finn. So. Guck mal, was wir haben. Einen alten TPH-Roller von mir, den habe ich mal in Hamburg geschenkt bekommen. So ein Typ konnte nicht reparieren. Benno hat die Kiste repariert, genauso wie unseren Buggy und unseren Einachser. Ich habe den Schlüssel nicht mehr gefunden. Guck mal, hat er hier selber eingebaut. Aus Holz. Ey, aber wie geil sieht das aus? Hier kommt ja das Herzstück. Genau, das ist auch ein schönes Feature. Es gibt bei so einem Roller ja immer so eine Kaltstarthilfe. Ne? Die haben wir bestellt, die ist aber nicht rechtzeitig angekommen. Und wir brauchten das heute. Also ist hier ein bisschen Bremsenreiniger oder so drin. Da sprühst du einen kleinen Schluck einmal hinten direkt in den Vergaser. Und dann kannst du das Teil anschmeißen. Und mit der Kiste könnten wir niemals auf der Straße fahren. Außerdem passen ja maximal zwei Leute drauf. Das ist auch schon mal, das sind zwei doofe Sachen an dem Roller. Was wir also heute tun werden, ist den hier irgendwo durchtrennen. Dann machen wir dann einen 5 Meter großen Stock zwischen, also Ast, so ein Baum. Und dann kann das ganze Klimasland damit verreisen. Und mal gucken, ob er überhaupt theoretisch wirklich angeht. Hat er einen Kicker? Gib ihm mal. Ja, hier, der E-Starter ist einfach nur im Arsch. 125er ist schon eine Ansage beim Roller, ne? Ja. Uiuiuiuiuiui. Das Wichtigste ist immer, dass man den Roller kalt nicht so oft dreht, wie Finn es jetzt gleich tut. Ey, da kannst du richtig mit driften, Alter. Okay, let's Umbau. Im Grunde ist der Plan sehr einfach. Hier wird er durchgeschnitten, fertig. Das heißt, wir bauen mal eben hier den Scheiß ab und gucken, was da überhaupt drunter ist, weil wir dürfen ein paar Sachen nicht durchsäbeln. Also der Bautenzug muss verlängert werden und das war's. Eigentlich planen wir einfach nur mit der Frontbremse zu bremsen. So, was haben wir hier? Hier unten ist dieser Staubsaugadapter, den man vorne immer ranmacht, um auch in die Ecken reinzukommen. Und das hier, ganz viel Elektronik, die wir alle nicht mehr brauchen. Also guck mal, das ist der Bautenzug, das sehe ich doch so, der ist schön steif. Was ist das hier, ein Luftfilterkasten oder was? Was weiß ich, da ist voll viel Scheiße drin. Ich dachte, das wäre hier komplett leer in der Mitte oder was. Früher haben die Bauer von solchen Elementen hier auch mal daran gedacht, ein bisschen Gewicht zu reduzieren. Heute knattern die hier Restmüll, Altlasten und so mit rein. Ich hatte mal einen Roller gekauft, da war ganz viel Bauschutt drin. Ich hatte auch schon einen. Bei mir Teerpappe haben bei mir in die Mitte rein. 6 Kilo Teerpappe. Was schraube ich hier eigentlich ab? Was kann ich jetzt hier gerade tun? Das hier unten kommt auch weg, ne? Alles weg, was hier drin ist. Was ist denn das hier für ein grünes Bäumchen? Ja, was... Oh, das ist so ein Rattenköder. Kann man hier, wenn der kaputt ist? Ja, die haken so. Haken so. Und hier vorne, was ist denn hier eigentlich drin? Was ist denn das wirklich? Was ist denn das jetzt hier? Ach, das ist vom... Was ist das hier? Guck mal, aha. Hä? Was ist das denn hier? Hey, was ist das denn? Guck mal, hier sind die Spritleitungen. Hier ist der Tank drunter. Da. Und hier geht die Spritleitung mit dem Spritfilter hier unten in den Vergaser rein. Das ist ein Viertakt, ne? 125er Viertakt. Nee. Wenn du hier Öl hast, das ist ein Viertakt. Nein, dann ist ein Zweitakter. Nein, Zweitakter hat eine Mische. Ah ja, stimmt. Also das Abteil hier funktioniert ja. Ob nun Vier- oder Zweitakt. Nicht mehr anfassen. Hände weg. Ich habe vorhin geguckt, das ist ein Zweitakter. Ist ein Zweitakt. Kann ja aber nicht, da wird doch hier Öl eingefüllt. Ja, bei meinem Roller früher auch, es war ein Zweitakter. Ich hatte ein Öl und Benzin. Bei den Speed Kings oder was? Richtig, genau bei denen. Warst du schon mal in einem Mofa-Gang? Nee. Ich war mal in einem Mofa-Gang. Wirklich, wie hieß sie? Speed Kings. Speed Kings? Ja. Ich vermute mal, hier ist Wasser drin. Ja, das ist cool. Wasser. Jung, da ist Sprit drin. Jung, da ist Sprit drin. Jung, da ist ein Zusatztank, da ist Sprit drin. Jung. Zweitakt. Zweitakt, ne? Aber hier mit Eigenmische oder was? Ja. Das wird jetzt hier selbst drin gemischt. Ja. Super bleifrei. Zweitaktöl. Ja, wir hatten beide recht. Was denn? Weil man viel durch zwei teilen kann oder was? Nein, weil das ist ja die Funktionsweise von einem, Viertakt. Oh, hier habe ich auch noch ein Teil abgebaut. Hier ist der eigentliche Tank. Siehst du? Guck. Das ist alleine der Öltank hier. Das ist der Haupttank. Der ist ja viel zu klein. Deswegen brauchen wir diesen ganzen Eumels hier vorne als Zusatztank. Da muss die Mische aber nachträglich hier unten auch noch erfolgen. Das kannst du nicht einfach abbauen. Nee, es ist, ein Vergaser. Ja. Das heißt, wir machen den Zusatztank einfach ab und bleiben bei unserem normalen Tank. Dann können wir halt nur bis zu Peter fahren. Also hey, das ist immer noch genug. Alter, wir nehmen den Tank und drehen ihn einfach um. Ja, gucken wir dann. Erstmal ab. Es gibt immer einen Punkt der Trennung. Irgendwo ist es dann soweit, wo man sagt, jetzt ist hier Schluss. Und das müssen wir jetzt hier gerade anlöten erstmal. Teilen. Ich würde den hier oben abmachen und dann würde ich den Tank abbauen und auf diese Seite hiervon legen. Okay, also erstmal diese Mopeds hier raus, oder was? Oh! Ey, du stehst auf meinem Kopf. Hä? Ja, da eben auf meinem Seitenkopf. So, hier wird das irgendwie generiert. Da wird er generiert, da ist die Mischbox. Ja. Wie eine Mischbatterie beim Beatboxen.
Richtig. So, Rücktrittsbremse, die muss leider weg. Einfach durchschneiden. Naja, wir können sie eh nicht. Selbst wenn es der Gaszug ist, wir müssen ja auch. Ja, wir müssen alles abschneiden. Aber lass mal erstmal den Gaszug rausfinden. Okay, ich hole einen Seitenschneider-Moped. Wollen wir wirklich jetzt einfach die Bremse durchfiedeln hier? Warte mal, lass doch versuchen abzubauen. Was hältst du denn davon? Schaffen wir nicht. Sieht irgendwie aus wie so eine. Hä? Sieht aus wie ein Schnurrbart, ne? Nee, wie, so, wie einer von. Hammerhai. Hammerhai auf jeden Hammerhai Fall. Jetzt, ne? Durch den wir im Schnorchel treffen, hätte ich Schiss. Okay. Warum haben wir das jetzt abgebaut hier nochmal? Da, wir wollten die Bremse abbauen. Guck mal, Bautenzug abbauen ist ganz einfach. Das hier ist die Frontbremse. Die geht hier vorne direkt in eine Scheibe. So, das heißt, das fassen wir gar nicht an. Das hier ist der Gasbautenzug, den hier. Und den werden wir gleich verlängern. Geil, haben wir schon gleich. Gleich geschafft. Das ist echt, das ist ein schnelles Projekt. Das ist wirklich ein schnelles. Wir trennen hier vorne einmal die A-Säule durch. Immer wenn du das sagst. Alter, das Ding ist gleich, guck mal, was wir nur noch machen müssen. Wir haben komplett separiert. Wir kleben jetzt den Tank nach hinten. Und dann kommt der Baumstamm dazwischen, einmal zwei Schrauben rein. Irgendwas Abfall. Bricht gleich ab oder so. Das bricht auf, ab. Ich will das nicht hören. Du sagst ja nur, dass wenn ich das alleine machen würde, dann wäre ich demnächst fertig. So, jetzt mal gucken, was da drin ist. Das ist spannend, das habe ich noch nie gesehen. Nein. Oh, ist das geil. Guck mal, hier ist ein Adapter drin. Zur Verlängerung. Ey, Alter, wir haben so Glück, ey. Wie geil ist das denn oder was? Guck mal, dann stecken wir gleich einfach unsere längere Lunte rein. Und dann ist es fertig. Guck hier, raus. Ey, wir haben einmal Glück jetzt, ey. Geil ist das denn, Alter? Das ist der Bautenzug, der von oben kommt. Mhm. So, und hier geht er jetzt in dieses Wirrwarr. Mhm. Und wir müssen in den Mittelstrang. Ah, fuck! Okay, in den Mittelstrang. Da oben wird er reingelegt. Ja, wenn das klappt, Alter, dann puh. Wir sind auch Experten auf dem Gebiet der Tuning-Szene. PJ, JPPJ? Entertainment. Entertuning oder so. Entertuning? Das ist Piraten. Wenn ich mir deine Radkappe an der Shell abschraube, dann ist es Entertuning. Wie würde unsere Tuning-Garage heißen? Die heißen Auspuffe. BF, Alter. Brian Finn, Alter. BF. Ja, Hauptsache Brian's zuerst. Best Friends. FBFs. Finn's Best Friends. Nee, Brian steht vorne. Warum? Weil der Name mit B anfängt. Lass uns dann fairerweise A vorne rauchen. ABF. A Best Friend. Das klingt nach einer MySpace-Band. So, ich würde sagen, wir bauen hier hinten erstmal alles ab. Warte mal, wir brauchen doch nur die Batterie, oder sehe ich das falsch? Ja, wollen wir nicht den Strang hier nach... Achso, da kommen wir nicht ran, ne? Ja, du hast recht, wir müssen alles abbauen. Und das war jetzt der Anfang vom Ende. Was brauchen wir hier? So ein Imbus. Imbus. Gut, weil du schon... Ich glaube, er hat genickt. Ja. Mensch, super, Waldo. Das machst du echt super. Willst du auch bei unserer Tuning-Gruppe dabei sein? ABFSW. Warum SW? Waldo. Waldo SW oder was? ABF ist FSF ABW. Warum Waldo wäre doch nur W? Ja, sag ich so. Ich hab mich erschreckt. Ja, ey, lass das mal in ganzer Ruhe hier abmachen. Ist eh besser, wenn der wenn die Batterie ab ist, weil wir dann nämlich schweißen können. Das ist eine Schweißschürze. Ist gut. Sieht gut aus. Was soll das jetzt sein? ABFSW. ABFSW. Tuning. Promo-Foto. Ups, das kriegen wir da nicht mehr ran. Da ist der Luffy hier. Ja, ja, ja. Also da wird hier direkt in den Vergaser gespritzt. Aber da kann Falk ja vielleicht so ein kleines irgendwas reinmontieren, was so rausguckt. So ein kleines Monster. Was aussieht wie ein Luftfiltermonster. Haha, wir haben es gleich. Ruhig bleiben, Finn. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn es gleich klappt. So, guck mal hier. Guck mal, was haben wir hier? Da ist doch auch noch ein Spritschlauch. Nicht anfassen. Ja, komm schon! Komm, ich knippe das nicht durch. Ja, können wir auch. Also, Tankanzeige, ab. Achso, das war der Blinker, ab. Bremslicht, ab. Finn, das ist bestimmt nur Masse im Rahmen, ne? Ab. Der das geht hier in den Vergaser. Ja, das wird wahrscheinlich wichtig sein. Ab. Riecht das für euch auch ein bisschen nach einem Problem, was wir hier gerade tun? Guckt ihr mal unsere Historie an, wie gut wir sonst im Zusammenbauen wieder waren und so. Ey! Die Kupplung ist runter. Oh nee! Das war ein komisches Geräusch. Oh, oh. Oh Gott, nein. Alter, wo ran mit dem Ding? Wahrscheinlich in den Tank rein. Ja, warte mal, jetzt Ruhe bewahren. In so einer Situation ist jetzt Panik das Letzte, was uns hilft. Guck mal, bei funktionierenden Roller. Innerhalb von einer halben Stunde einfach nur auseinandergenommen. Nicht mal mehr auseinandergeschraubt, sondern auseinandergerissen. Es lübt hier raus, es lübt an mehreren Stellen raus. Was ist passiert? Nein, der ist gebrochen.
Ja, was? Der Schlauch ist gebrochen. Hier läuft doch gleich Monstersprit aus. Hab ich doch gesagt! Ich hab das doch gesagt! Das ist alles Kühlwasser. Ah. Oh, ja, zum Glück machen wir das in unserem neuen Studio. Und auf die Batterie. Oh, fuck. Die macht das, kippt das da rein, Finn. Hier oben rein? Ja. Ich hab eine Vermutung. Oh, oh nein! Was machst du? Da kam auf einmal Reni raus. Die ganze. Oh, ey, fuck, ey. Mann. Kannst du es da trotzdem. Ich weiß nicht, warum es hier rausschwappt. Ich verstehe es nicht. Kannst du es mal so kippen, dass es da auch gleich echt reinlaufen könnte? So. Wollen wir kurz Pause machen und den Raum hier liften? Ja. Ich würde es ja eigentlich jetzt anzünden. Ey, ich will nicht, dass unser Studio abfackelt, wenn jetzt was in die Hose geht. Okay. Oh Mann, ey. Was, wenn wir noch mal einen Schluck hinschmeißen? Vielleicht entzündet sich das dann. Das ist doch Schwachsinn. Planänderung. Wir haben jetzt hier schon eine kleine Katastrophe angelegt. Aber das können wir wieder zurückbauen. Das Problem ist, hier unten ist die Zündkerze. Hier wird der Zündfunken erstellt und so. Und diese ganzen Kabel können wir nicht nach vorne legen. Der ursprüngliche Plan, die Batterie nach vorne zu verlagern, geht demnach also nicht. Da müssten wir alle Kabel verlängern und so, voll aufwendig. Also bauen wir jetzt alles von vorne ab und bauen es nach hinten. Das ist einfacher wahrscheinlich, weil hier, daran können wir nichts drehen. Da hätten wir das jetzt nicht unbedingt abschrauben müssen, aber das brauchen wir ja auch nicht unbedingt. Und das können wir auch einfach wieder anstecken, wenn wir wissen, wohin. Was wir sonst noch gemacht haben, der Zusatztank ist weg. Ich habe hier oben den Schlauch vom Zusatztank habe ich jetzt nach oben gelegt, damit es nicht mehr raus kann. Und unten haben wir, da wo der kleine Schlauch abgelaufen wäre vom Zusatztank, habe ich so eine Art Rondell erstellt. Da läuft jetzt, hier ging es raus, da geht es einfach wieder rein. Da haben wir quasi einen Kreislauf. Im besten Fall funktioniert das. So, jetzt können wir überlegen, was wir mit dem Tacho und so was machen. Dann lass den noch versuchen abzubauen, dann können wir auch noch reden. Okay. Hat der Hintermann wenigstens was zu tun. Super, ey. Ja, 60. 70! Neuer Rekord! Ich habe hier gerade alles rausgezogen, damit wir den hier zurückbauen konnten. Also sonst hätten wir den Kabelstrang darunter nicht durchbekommen. Eieieiei. Jetzt müssen wir gucken, ob der da oder daran gehört. Scheiß hier. Was ist das überhaupt? So ein Roller muss doch nur geradeaus fahren. Ey. Was kann man denn hier an Kabeln überhaupt verbauen? Mando! Geh dir nicht rein! Oh, Brian, guck mal. Wo gehört der denn hin? Was ist das? Das ist doch irgendwas Wichtiges. Ja. Das brauchen wir ja auch nicht unbedingt. Und das können wir auch einfach wieder anstecken. Alter, nie im Leben geht das Ding noch. Du bist hier komplett in den Arsch gekriegt, Alter. Der springt niemals an. So, jetzt würde ich mit Benzin ran und gucken, ob es noch läuft. Weil sonst können wir früher Feiern machen. Aber der Bautenzug hier ist natürlich nicht mehr dran. Zum Gas geben? Ich habe schon mal gehabt, dass der Roller anging und sofort Vollgas hatte. Dann, ohne Witz. Lass doch umdrehen, dann fährt, kann er schön raus. Ja, ich habe doch die Bremse in der Hand. Die Bremse geht nicht mehr. Ja, warte mal. Finn, das ist doch alles hinten. Achso, stimmt. Wo ist denn das Schlüsselding? Oh, jetzt müsste der an sein. Oh Mann, bitte, ey. Kick mal. Ach, er braucht wieder sein Gas hier. Fuck you, ey. Den kannst du jetzt für einen Fünfer zum Abholen ab. Ja, ey, ohne Scheiß, den hat gerade jemand 2 Wochen lang repariert. Wollen wir den einfach wieder auf den Hänger packen und zurückstellen? Ging nicht. So sagen, ging nicht. Wenn das nicht klappt, ich glaube, dann dürfen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Glaubst du, es liegt an unserer Kombination oder was? Jeder einzelne von uns hätte halt vielleicht eine halbe Stunde später, aber exakt das Ergebnis ja. Wenn ich das alleine machen würde, dann wäre ich demnächst fertig. Oh, ach, warte mal. Die habe ich. Einfach irgendwo geerdet. Als ich die ganze Zeit geflucht habe, habe ich hier gerade mich gefragt, wo die hingehören. Ich habe hier gerade unsere Batteriegeschichten hier kurz geschlossen, im schlimmsten Fall. Braun nach links. Andersrum. Passt nicht. Okay, andersrum. Nee. Nee, halte ich das denn richtig rum hier? Also plus minus irgendwie? Ja, habe ich drauf. Was machst du da? Wollen wir gucken, ob er einen Zündfunken hat? Finn, wollen wir gucken, ob er bitte einen Zündfunken hat? Was haben wir jetzt? Oh, Mann. Oh, muss schnell laufen, wenn das einer sieht, du.
was haben wir getan? Alter, wenn dich das Benno zeigt, der reißt mir komplett die Eier ab, Alter. Was macht denn der heute Nacht? Ey, wir brauchen jemanden, der ein bisschen Ahnung hat. Hier steckt irgendein Kabel falsch drin, Alter. Wir hätten den die ganze Zeit laufen lassen sollen. Yo. Bis wir bewusstlos werden, oder was? Ja, dann müssen wir zu... Oh, er läuft noch. Ja, immer mal wieder ausprobieren. Ja. Eigentlich, ne, brauchen wir überhaupt keinen Strom für den Quatsch. Nee, ja, ich hätte am liebsten einfach nur einen Motor mit einer Bremse. Diese ganze scheiß Tankfüllanzeige und Tacholicht und... Was ist das denn? Vergaser mit Strom rein. Ja. Ich krieg die nicht ab hier, Alter. Ich krieg sie nicht ab. Jetzt ja, alles Scheiße hier. Das ist ein Scheißdreck, Alter. Wir lassen Typen irgendwie 3 Monate diesen scheiß verfickten Roller reparieren, um den in 15 Minuten kaputt zu machen, oder was? Alter, ey. Wir sind so dumm manchmal, wirklich. I am a lost boy from Neverland. Usually hanging out with Peter Pan. And when we're bored, we play in the woods. Always on the run from Captain Hook. Run, run, lost boy, they say to me.